Die Videoidee war am Anfang für mich erstmal so ein bisschen skurril, würde ich sagen, weil es hieß, wir drehen in der Waschanlage. Dann dachte ich, oh Gott, was passiert hier? Bis ich dann richtig verstanden habe, was eigentlich da bildlich wirklich passiert. Und das war so ein bisschen erstmal das Kernstück, dass ich mich in einer engen Kapsel des Autos befinde und mich sozusagen fast schon klaustrophobisch eingeengt in dem Wagen befinde und um mich herum diese ganzen Bürsten und der ganze Schaum und das alles irgendwie auf diesen Wagen niederregnet und einprasselt. So ein bisschen verbildlich als den Kopf und die Gedanken und die ganze Welt, die von außen halt einprasselt. Ne? Genauso auch wie die Stäbe und die Linien, die Unruhe halt bilden und alles so ein bisschen metaphorisch darstellen. Ne? Es ging eigentlich darum, eine wirklich starke Metapher von äußerer Unruhe, die auf mich einwirkt, halt bildlich festzuhalten. Und später, als wir uns dann wirklich zusammengesetzt haben und ich die ersten Ideen mal wirklich auch visuell sehen konnte, war ich natürlich dann total begeistert und ja, finde es natürlich grandios, wie das am Ende geworden ist. Dann sind wir halt als erstes erstmal nach Zehlendorf gefahren zu Cosiwasch und es war ganz witzig, weil der nette Herr, der dort in der Waschanlage gearbeitet hat, erstmal gar nicht wusste, wie ihm so geschieht. Logischerweise haben wir uns natürlich vorher für die Cosiwaschanlage natürlich auch noch eine Drehgenehmigung organisiert, aber da sind wir nicht einfach so durchgefahren und haben gefilmt. Das hatte schon alles Hand und Fuß, aber der junge Mann, der dort gearbeitet hatte, der war noch nicht gebrieft worden. Das hat er dann vor Ort dann sozusagen mitbekommen, dass wir da permanent immer wieder in der Waschanlageneinfahrt auftauchten und immer wieder eine neue Wäsche, die Premium-Schaumwäsche mit LED-Lightshow sozusagen und farbigen Schaum gebucht haben. Später haben wir noch einige Szenen dann vom Greenscreen noch geschossen, bei meinen guten Freunden von B-Shift in ihrem Greenscreen-Studio. Dafür auch nochmal herzlichen Dank. Tja, also wie war es für mich, das erste Mal vor einer Kamera zu performen? Ziemlich gewöhnungsbedürftig, muss ich am Anfang mal sagen. Hing damit zusammen, dass ich mir eigentlich am Anfang über jede Kleinigkeit, die ich so von mir nach außen getragen habe, erstmal so den Kopf zerbrochen habe. Das heißt also, statt zu performen, habe ich eigentlich erstmal im Kopf die ganze Zeit irgendwie überlegt, wie komme ich eigentlich darüber und wie sieht das eigentlich aus. Ja? Wenn man sich so im Inneren so ein bisschen angespannt fühlt, muss ich sagen, dann bin ich damals so ein bisschen ins Zweifeln geraten, ob das alles so wirklich entspannt aussieht, was ich da so tue. Aber das hat sich dann eigentlich im Laufe der Zeit relativ entspannt, vor allem einfach auch, weil die Jungs, egal wo wir gedreht haben, eigentlich die ganze Zeit einfach eine super Atmosphäre auch verbreitet haben. Ich konnte mich dann von der guten Laune und von der Stimmung sehr schnell anstecken lassen und habe dann irgendwann auch aufgehört, irgendwas zu hinterfragen, sondern habe dann einfach mal wirklich für mich performt und habe mich dann auch relativ schnell damit wohlgefühlt und muss sagen, dass ich da ja relativ schnell hineingewachsen bin. Weigt.